Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe heute ein Video für euch dabei, wo es mal wieder so ein bisschen um das Thema Taktik geht und ich kriege ja häufig, also ob das jetzt im Stream ist oder unter den Videos, so die Nachricht, ey Maus, wenn ich das mache, was du in deinen Videos zeigst, dann platze ich immer. Und ich will heute mit euch mal so ein bisschen besprechen, was für Sachen man eigentlich beachten muss und wo der Unterschied zwischen ich jodel einfach rein und habe keinen Plan und ich gehe ein kalkuliertes Risiko ein ist. Ich habe jetzt 3 Replays mitgebracht für euch aus meiner Credit Farm Session. Also das erste ist im KPZ gespielt, die anderen beiden im Progetto. Aber das kann man natürlich auch auf jeden anderen Panzer und jede andere Tierstufe quasi transferieren, wenn ihr versucht zu verstehen, was im Kern damit gemeint ist. Wir sind jetzt hier mit unserem KPZ in dem 10er Matchmaking, also das denkbar ungünstigste Matchmaking. Wir haben im Gegnerteam 2 Chars, aber wir haben kein Light. Ja, und jetzt ist halt die Vorüberlegung von mir gewesen, okay, es gibt kein Light, das heißt, es wird hier wahrscheinlich nirgendwo in den Büschen jemand stehen. Es kann natürlich aber durchaus sein, dass ein Char-Futurspieler vielleicht ein CVS dabei hat und sich entscheidet, okay, weil es kein Light gibt, übernehme ich die Rolle des Lights. Gibt es immer wieder, ist auch, denke ich, keine dumme Idee. Gerade der Char, da kann man ja gut was machen. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal ein bisschen passiver verhalten, ein bisschen zurückgehalten. Ich bin aber, wisst ihr von mir selber, die meine Streams gucken, die meine Videos gucken, wissen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der lange an einer Stelle stehen kann. Deswegen so TDs wie der Stritz waren auch nicht unbedingt was für mich. Und ihr seht auch schon an meinen Bewegungen. Es juckt ein bisschen in den Fingern, was zu machen. Ich habe mich jetzt entschieden, dadurch, dass hier so viele Mittelspieler auf die Flanke gefahren sind, mit nach vorne zu fahren. Hier ist ein M48 Patton, Standard B, KPZ, Garde, Leopard, Stritzwahn. Also insgesamt 6 Panzer, mit mir zusammen 7 Panzer. Und bis jetzt ist nur die Lorraine 50 Tonnen aufgegangen, die auch schon halb tot ist, weil der Patton gute Arbeit leistet. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, wohl wissend, dass die Lorraine wahrscheinlich gleich tot sein wird, also raus ist, hier nach vorne zu fahren, das Risiko, das kalkulierte Risiko einzugehen, jetzt hier irgendwo in die Büsche reinzufahren und im besten Falle vielleicht sogar so einen Char-Futur, einen der beiden zu spotten. Vielleicht auch der KPZ, vielleicht hat er ähnliches vor wie ich, weil mit so einem KPZ, ich habe jetzt hier auf meinem eine Optik verbaut, 500 Meter Sichtweite habe ich mit Ration und der Crew, die Lorraine ist jetzt rausgegangen. Und auch jetzt ist wieder die nächste Überlegung. Wir haben da hinten jetzt so viele Mitspieler. Ja? 6 Leute, die potenziell hier auf diese TD-Position aimen. In der Wirtschaft nennt man das Risk-Reward-Management. Also man muss abschätzen, was ist das Risiko. Das Risiko ist natürlich, wenn ich hier über die freie Pläne fahre, dass ich dann dabei platze. Der Reward, der dem Ganzen entgegensteht, also die Belohnung, wäre aber ein Vielfaches mehr als meine eigenen HP an Spotting. Jetzt haben wir da den KPZ gespottet, das war ein bisschen ein Unfallszenario. Gott sei Dank hat er mich nicht gespottet. Also ich konnte jetzt nochmal unspotted zurück hinter den Busch fahren, kann ihm jetzt hier auch nochmal mit einschenken und wir haben schon 900 Spotting. Das war aber eigentlich nicht der Plan. Ich gebe zu, das hat mich ein bisschen überrascht, sondern der Plan war jetzt, hier quer über die freie Pläne zu fahren und vor allem diese Position, da wo gerne mal so die Stritzwans dieser Welt, die Skorpione dieser Welt, aber auch ja, andere Mediums, Char-Futur, Leopard 1, die ich da sehen würde, die dann nicht so proaktiv auf dem Feld mitspielen wollen. Und wir haben jetzt, ja, nur dass ihr das mal für euch speichert. Ich mache das jetzt nur, weil es bis jetzt extrem wenig Informationen gibt, also extrem wenig Gegenspieler sind offen. Ja, das Risiko ist da, dass ich platze, aber ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die gerade nichts zu tun haben und die tendenziell alle auf diese Position schießen können. Ja, das im Hinterkopf bewahren. Wenn die Situation jetzt anders wäre, zum Beispiel, dass hier vielleicht noch irgendwo Gegner gespottet sind oder dass wir hier vielleicht nur einen stehen haben, nicht 6, sondern nur einen, dann macht dieser Move bei der Informationslage, die wir haben, gar keinen Sinn und es wäre quasi sinnloses Gejodel, weil ihr macht vielleicht hier vorne genauso viel auf, wie wir jetzt gleich aufmachen werden, April, April, da kommt schon der Spoiler, aber ihr habt im Zweifel nur einen, der schießen kann und vielleicht stehen hier 4, 5 Leute, weil wenn wir mal in das Gegnerteam gucken, 60 TP noch nicht gespottet, Leopard noch nicht gespottet, Stritz war noch nicht gespottet, Char-Futur noch nicht gespottet, einer von den Chars ist jetzt gerade in der Stadt aufgegangen, Cobra nicht, Carnarvon, E75, 122 TM, Skorpion, die waren alle noch nicht offen und das heißt, das Risiko ist natürlich da, dass ihr jetzt hier auch bei dieser Aktion platzt, aber wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt da hinten 6 Leute quasi lehrbuchmäßig haben, die abaimen,
können wir durchaus das Risiko gehen. Ihr habt ja gerade auch gesehen, ist ein Baum umgefallen, ja. Und da haben wir den Leopard gespottet. Dahinter steht der 122 DM. Der kassiert jetzt auch als erster, weil er ganz weit vorne steht. Dem Leo können wir nochmal eine mitgeben. Und auch der Leo kassiert. Und innerhalb von wirklich kürzester Zeit, 60 TP ist da übrigens, steht da hinten in der Base. Ich habe erst geguckt, ist der AFK, aber er bewegt sich. Also wir haben jetzt durch diesen Move zu unseren 900 Unterstützungsschaden nochmal quasi 1600 Unterstützungsschaden dazu bekommen. Innerhalb von einem Peak. Ja, und gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel, und nicht nur, dass es unser Team jetzt natürlich extrem weit nach vorne wirft, weil die können jetzt alle aufrücken, wir haben alle Informationen gesammelt, da steht nichts mehr. Die Leute können aufrücken, das ist wichtig für die Gefechtsdynamik. Für euch persönlich war es gut, weil ihr habt quasi den Unterstützungsschaden geholt und wir haben noch nicht mal HP verloren. Und selbst wenn uns da jetzt jemand gejodelt hätte, ja, wäre ärgerlich gewesen, hätten wir uns sicherlich einen Schuss fangen müssen. Aber alles in allem, das würde ich persönlich unter kalkuliertes Risiko einordnen. Und natürlich scheitern auch solche Aktionen mal. Natürlich seid ihr dann auch mal irgendwie, habt ihr Pech und da steht vielleicht noch mehr als ihr dachtet oder irgendjemand spottet euch in der Anfahrt und ihr kassiert hart. Wie gesagt, die Chance, dass ihr damit durchkommt in so einer Situation, nachdem wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, ist relativ hoch. Und wenn ihr damit durchkommt, dann gibt der Erfolg euch in jedem Fall recht, weil ihr jetzt nicht nur dafür gesorgt habt, dass da zwei Panzer quasi geplatzt sind, KPZ 122 TM, sondern auch der Leo extrem leiden musste und dann natürlich noch die Information, dass euer Team hier aufrücken kann. Wir können jetzt hier, ohne dass wir groß HP verloren haben, ohne dass unser Team groß Panzer verloren hat, aufrücken und können jetzt hier quasi Druck machen. Ich lade jetzt hier auch gleich mal eine HE, weil der Skorpion, so ein Skorpion, der bietet sich halt immer an. Schar hat gerade rausgetrommelt, das heißt, der ist im Reload. Da drüben steht jetzt noch die Arti, die ist natürlich ein saftigeres Ziel. Den müssen wir auch direkt nochmal 320 drücken. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir dem Skorpion noch eine drücken können. Jawohl. Er schießt daneben, aber der Renegade pennt uns. Wichtig, Benzintank, wenn der getroffen ist, immer reparieren, weil sonst mit dem nächsten Treffer an der gleichen Stelle oder ähnlichen Stelle fackelt ihr ab. Also gerade für Leute, die mit Rationen fahren, die sollten immer den beschädigten Benzintank direkt wieder reparieren. Das war jetzt ein richtig schlechter Schuss. Aber ihr seht, es hat sich schon im Prinzip ausgezahlt. Wir sind jetzt schon in einem 10er-Gefecht mit unserem Panzer bei knapp 5000 kombinierten Schaden, 2900 davon Spotting. Und wir sind jetzt quasi auch in der Lage, dadurch, dass wir ja auch erst die Informationen bereitgestellt haben, hier diese Flanke mit zu rasieren, die Flanke mit zu ernten, auch wenn jetzt nicht unbedingt jeder Schuss trifft, vielleicht auch nicht jeder Schuss blendend geaimt ist, aber auch den Renegade-Kill konnten wir uns jetzt hier nochmal mitnehmen. So, 60 TP ignorieren wir erstmal. Wir können jetzt nochmal gucken, ob wir hier vielleicht dem Scharfotur noch eine reindrücken können. Der fährt ja auch gerade jetzt hier nach vorne, also Schussfeld ist da. Kurz zielen, Herde nur noch 8 AP, mein Gott, nehmen wir mit, zweiter Kill. Und der 60er hat gerade andere Sorgen, so wie es ausschaut. Leopard PTA ist da gerade in der Zugriffsaktion, vielleicht ein bisschen mutig von ihm, da straight auf einen Autoloader und noch eine Arti und sonst was zuzufahren. Okay, die Arti ist geplatzt. Der 60 TP hat gerade geschossen. Ich kann mir noch ohne Probleme einen vom 60 TP fangen. Ich müsste jetzt nur zusehen, dass der Schar hier rausgeht. So. Und jetzt können wir uns im Prinzip noch einen fangen. Müssen wir natürlich nicht. Und der 60er ist ein bisschen überfordert, aber ich meine, dass davon konnten wir sowieso schon ausgehen, als er da noch in der Base stand und nicht mit in die Stadt gefahren ist. Da wisst ihr ja eigentlich immer schon, das ist nichts. Also 7000 kombinierter Schaden durch kalkuliertes Risiko und nicht sinnloses Jodeln. Ich hoffe, dass das einigermaßen klar geworden ist, der Unterschied. Na, ihr könnt nicht immer 1:1 das nachspielen, was ihr irgendwo vielleicht in irgendeinem Replay seht. Ihr müsst immer für euch selber die jeweilige Gefechtssituation betrachten. Dann müsst ihr natürlich auch gucken, wie ist euer Team verteilt? Macht es jetzt Sinn? Können die Leute überhaupt schießen? Wenn die jetzt hier noch in einem Gefecht verwickelt werden, weil hier noch drei Gegner auf A1 hochpushen oder versuchen hochzupushen, dann sind natürlich alle, die hier stehen, erstmal darauf konzentriert, hier zu schießen. Da bringt es überhaupt nichts, wenn ihr hier hochfahrt
Zugfahrt und versucht, Ziele aufzumachen, weil die eigenen Mitspieler haben gerade noch einen anderen Brennpunkt, den sie bekämpfen müssen. Also immer da versuchen, zeitlich abgestimmte Aktionen zu machen und dann quasi euer Risk-Reward-Management anzupassen, so dass ihr den größtmöglichen Nutzen für euch selber und euer Team damit rausholt. Ja, die nächste Runde, die ich euch mitgebracht habe, sind wir auch Low-Tier. Jetzt nicht im 10er-Gefecht, aber es gibt doch eine ganze Menge 9er. IS-3-2, Objekt 705, Doppel-TH, Objekt 430, T-54. Also sind schon einige dabei. Und man liest ja dann häufig immer im Gefechtschat: Fuck you Wargaming, fuck Matchmaking. Aber man muss auch mal anfangen, vielleicht das Ganze als Chance zu betrachten. Ich hatte das ja auch schon häufiger angesprochen, dass gerade wenn ihr Top-Tier seid, ihr eine ganz andere Verantwortung habt und ihr auch viel weniger experimentell unterwegs sein könnt. Auch das Thema Risiko einzugehen, sollte man als Top-Tier deutlich weniger eingehen als jetzt als Low-Tier. Ja? Also ich hoffe, das ist auch in den vergangenen Videos klar geworden, warum ich das so sehe. Ihr habt als Top-Tier halt einfach die Verantwortung, gegen die anderen Top-Tiers gegenzuhalten, das Spiel zu dominieren, das Spiel auch so ein bisschen zu gestalten. Ich weiß, das kriegen nur die wenigsten hin, aber grundsätzlich sollte das die Idee sein. Und die niedrigeren Stufen, die haben im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen Freeplay, aber die sind eher dafür da, um zu unterstützen und auch dann für euch selber, da könnt ihr dann mal was probieren. Ja? Auch hier wieder, das bedeutet nicht, Maus hat nicht gesagt, ihr sollt sinnlos reinjodeln und euch irgendwie um Kopf und Kragen spielen, sondern was ich damit meine ist, dass man mal ein bisschen dreister agieren kann. Im Moment habe ich jetzt hier geguckt, ich wollte bei den Heavys unterstützen, die Medium-Flanke, dafür reicht die Panzerung eigentlich vom Progetto nicht aus, da muss man immer relativ gut Halldown spielen, hier eigentlich auch, aber man hat hier, finde ich, auf der Heavy-Flanke als Medium und auch gerade als vielleicht niedrigstufigerer Medium mehr Freiheiten zu flankieren. Häufig ist es ja so, viele von euch kennen das, hier stehen die eigenen Heavys Halldown in den Fenstern, auf der anderen Seite stehen die gegnerischen Heavys Halldown in den Fenstern und es ist im Prinzip so ein bisschen, es erinnert immer an so ein Grabenkampf-Szenario. Ja, Stellungskrieg und wer da die härteren Türme hat und besser die Weakspots trifft, gewinnt. Steht auch schon 0-2, wir haben schon den ersten CC verloren, unser 8er TNH Heavy ist auch raus. Ich habe jetzt hier ein bisschen meiner Passion, Radpanzer zu klatschen, freien Lauf gelassen. Außerdem war das auch wichtig, den Kollegen loszuwerden. Warum? Weil ihr seht, es ist eigentlich alles gespottet. Na, jetzt sind wir, hier sind wir wieder bei diesem situativen Gameplay. Chancen erkennen. Na, dafür muss man natürlich auch wissen, was hier diese Glühlampe bedeutet. Also die gelbe Glühlampe bedeutet, der ist gerade gespottet auf der Minimap. Die weiße Glühlampe bedeutet übrigens, wenn ihr hier rüber geht, na, wenn ihr Steuerung gedrückt haltet und hier rüber geht, seht ihr, dass die Panzer dann auch leuchten auf der Minimap. Fällt mir gerade das allererste Mal tatsächlich auf. Also wieder was Neues gelernt. Also wenn ihr hier mit Steuerung über die Lampe drüber geht, dann seht ihr sogar, wo der Panzer steht. Er wird dann nochmal gesondert markiert auf der Minimap. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass ihr Chancen lernt zu erkennen. Ja, Su 130 PM, hier hinten gespottet. Was fehlt noch? Udes, ja, okay, könnte ärgerlich sein, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Emil 1951, ist damit zu rechnen, dass er hier irgendwo auf dem Feld steht? Nein, nicht wirklich. Und ansonsten war alles gespottet. Wir wissen, ein großer Teil der Gegner ist hier. Unser Lynx steht da in der Mitte, da hinten ist noch ein Objekt 430. Vielleicht steht da irgendwo der Udes, vielleicht steht da irgendwo auch der Emil. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass die hier irgendwo in der Mitte stehen. Das heißt, es wird jetzt die Möglichkeit gerade klar, dass wir hier von außen reinflankieren können. Und solche Chancen, wie gesagt, die muss man erkennen. Das kann man jetzt aber auch nicht einfach so spielen. Ja? Es gibt genug Situationen, wo hier noch TDs gespottet waren, wo hier in der Mitte noch genug Zeug gespottet war, wo ihr nicht ohne Schaden zu nehmen hier einfach reinfahren könnt. Ich hoffe, wie gesagt, diese Unterschiede werden klar, weil ich habe das so, so häufig und deswegen mache ich dieses Video auch, dass mir die Leute dann sagen, ey, wenn ich das mache, bin ich tot. Und wenn ich mir dann das Replay dazu angucke,
dann spielen die Leute das in einer Situation, wo es null Aussicht auf Erfolg hat, wo das Team entweder schon zu weit hinten liegt oder, ich sagte es gerade, wo dann hier die ganze Mitte voll steht mit Gegnern, da kann ich das natürlich nicht bringen. Aber jetzt hier in so einer Situation haben wir gesehen, okay, das Gegnerteam hat sich sehr einseitig positioniert, unser Team hat sich ein bisschen besser positioniert. Er gibt mir nochmal aus der Fahrt, jawohl, aber dafür geht er jetzt raus. Und unser Flankiermanöver hat uns schon hier gute 1000 Schaden eingebracht. Also wir sind schon dabei zu ernten. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen dreister aufziehen. Kann jetzt hier erstmal gucken, ob man hier vielleicht nochmal in die Turmseite schießen kann. Wichtig ist sowas. Ja, das kann natürlich unterm Strich ärgerlich werden. Der Super Pershing, ich dachte, dass er jetzt hier versucht, einfach wegzukommen, dass er uns nicht auf dem Schirm hat. Aber durch das Magazin, was wir ihm jetzt gedrückt haben, habe ich ihn scheinbar so provoziert, dass er zurückschießen musste, wollte, konnte. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen von ihm fangen. Ich musste mich jetzt dazu entscheiden, das Emorek zu reparieren. Ich nehme mir den Schuss auch nochmal, ja. Aber von der anderen Seite kommen jetzt auch schon unsere Mitspieler rein. Also der Super Pershing sollte gar nicht mehr allzu lange leben. Gerald hier ist schon dabei, da reinzukrachen. Und da hat der Kunze schon den Pershing rausgenommen. So, und jetzt ist im Prinzip der Weg frei, noch lächerlichere Aktionen zu machen. Ja, es steht 5:3. Wir haben jetzt hier quasi die Map-Control komplett auf unserer Seite. Und da solltet ihr nicht auf eine Einladung warten oder auf eine Briefmarke oder auf ja, das Bundeskanzleramt, was euch sagt, ihr seid jetzt der Bundeskanzler, sondern ihr solltet jetzt loslegen und dann quasi hier reinkrachen und vor allem mit so einem Low-Tier-Panzer, mit einem Medium, mit einem Light, mit einem schnellen mobilen TD, sowas wie ein Skorpion, so 130 PM, geht auch alles. Ja. Einfach mal flankieren, einfach mal kackendreist sein. Wir wissen ja, wie gesagt, mittlerweile, wo alle Gegner stehen und es rechnet halt so häufig keiner damit. Da sind wir wieder bei dem Risk-Reward-Management. Klar, wenn jetzt mir hier zwei gegnerische Heavys entgegenkommen oder das 705 aufpasst, ist halt ärgerlich, ja. Faire High-Roll von ihm. Aber es hat sich schon wieder ausgezahlt. Wir haben einen Kill gemacht und wir haben nochmal zwei Schüsse auf das 705. Jetzt tue ich so, als wenn ich wegfahre und ich fahre tatsächlich sogar wirklich weg, weil ich gesehen habe, hier kommt gerade der VK zurück. Der dreht, wir haben kurz gecheckt, ja, er dreht mit dem Rücken zu uns. Das heißt, wir sind nachgeladen und bis er die Kanone auf uns gerichtet hat, habe ich ihm mal wieder drei Schüsse reingedonkt. Jetzt gehe ich wieder in Reload. VK kann mich sowieso nicht pushen. Das Schlimmste anzunehmendes Szenario wäre jetzt eigentlich, dass das 705 umdreht. Kann er aber eigentlich nicht, weil er von vorne Druck hat. Also, dass das 705 umdreht, um uns für unsere 17 AP zu jagen. Wie wahrscheinlich ist das? Nicht so wahrscheinlich. Das heißt, ich kann jetzt diese haargenau gleiche Aktion nochmal machen, weil die Gegner einfach völlig, noch nicht mal im Tunnelblick sind. Sie haben gar keine andere Chance. Ja, sie müssen sich schon dazu entscheiden, nach vorne zu fighten, was zu machen. Ich tue jetzt wieder so, als wenn ich abhaue. Ja, und wie gesagt, das 705, er tut auch gut daran, ehrlicherweise, dass er mich jetzt hier nicht pusht, weil vor ihm sind nochmal dickere Heavys, die ihm vielleicht noch mehr reindrücken. Wir können in der Zwischenzeit hier leider einen Schuss gebounced, aber wir konnten jetzt in der Zwischenzeit hier den UDES wegmachen. Wir sind gespottet von dem UDES, aber ich tue jetzt wieder so, als wenn ich wegfahre. Und dann drehen wir wieder um, nachdem wir sicher sein können, dass wir nicht mehr gespottet sind. Und was machen wir? Genau. Wir kommen wieder von hinten. Ich glaube, das Prinzip ist klar geworden, oder? Ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich hier nur zwei Schüsse geladen habe. War dumm von mir, ich weiß. So, 705 wurde gespottet. Guckt mich in unsere Richtung. Und wir können ihm jetzt nochmal einen einschenken. Also, das war jetzt hier auch kein sinnloses Gejodel, sondern das war ein kalkuliertes Risiko, hier in der Seite anzugreifen. Ich muss jetzt nur gucken, der Emil ist da gerade dabei, auf mich zu aimen. Da will ich natürlich jetzt nicht reinfahren. Am Ende platzt man vielleicht mal, weil man es ein bisschen übertrieben hat. Aber erstens helfen diese Flankieraktionen natürlich auch extrem, die Situation zu entspannen, dem Gegnerteam so ein bisschen, ja, das Feld abzugraben. Hinter mir kommt jetzt der Emil. Das heißt, ich gucke jetzt lieber, dass ich hier ihn rauskriege. So, jetzt stelle ich wieder Schulterschluss her mit meinen Verbündeten. Dann kann der Emil ja mal versuchen, mich zu pushen. Ich hoffe,
wie gesagt, dass das Prinzip einigermaßen klar geworden ist. Nicht jodeln, nicht sinnlos den Panzer wegschmeißen, aber hin und wieder gemäß der Situation auf der Minimap ein kalkuliertes Risiko eingehen, und wenn sich das für euch auszahlt, dann zahlt es sich meistens dick aus. Auch hier haben wir jetzt 5200 Schaden gemacht, 5 Kills in einem 9er Gefecht. Ich denke, viel, viel besser geht's nicht. Und all das nur, weil wir uns gemäß der Situation auf der Minimap positioniert haben, die Chance erkannt haben und dann auch nicht zu lange auf eine Einladung gewartet haben, sondern dann auch Butter bei die Fische und rein da. Das waren jetzt zwei, würde ich sagen, verhältnismäßig auch einfach nachzuvollziehende Runden, weil die Situationen relativ klar auf der Minimap sind, ne? Früher oder später, wenn ihr ein gewisses Skill-Level erreicht habt, dann ist es so ein bisschen wie Schachspielen. Und da rede ich jetzt nicht davon, immer Züge weiter zu sein, sondern es geht im Prinzip um Mustererkennung. Ja? Auf einem Schachbrett, die guten Schachspieler, da ist letztendlich viel Mustererkennung. Es gibt immer wiederkehrende Muster, nicht jede Runde ist gleich, aber viele ähneln sich. Und häufig, wenn man dafür sein Auge mal geschult hat, kommen solche Situationen auch wieder. Wenn man dann so ein Muster erkennt, wie wir das jetzt eben auf den beiden Karten Highway und Berlin gesehen haben, dann weiß man ungefähr, was man machen kann. Es gibt auch schwierigere Situationen. Grundsätzlich solltet ihr immer eine vernünftige Basiseröffnung wählen, am besten möglichst zentral. Von da aus könnt ihr dann häufig schon den ersten Schaden machen und ihr könnt von da aus auch häufig ganz gut weiterspielen. Wir haben jetzt eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt zwei wesentliche Informationen. Erstens, die beiden T-55A spielen das nicht korrekt, die sind alle drei in einem Zug. Der E50 rutscht hier gerade runter, das heißt, sein Movement ist eher nicht so gut. Auch die Tatsache, dass er hier irgendwie ein bisschen sehr spät in die Mitte gefahren ist, wir sehen das aber gleich noch ein bisschen deutlicher. Ihr könnt schon anhand von Bewegungen irgendwann Gegner einschätzen und auch anhand von Positionen, wo sie aufgehen. T55A hier an der Position macht überhaupt gar keinen Sinn. Erstens ist das hier einer der wenigen Büsche, die keinen großen Tarnwert abgeben. Deswegen haben wir auch hier gerade den T55A selber gespottet. Zweitens steht er da nicht safe. Und drittens, für die Gun Depression eines T55A sind das hier keine Positionen, die man wählen möchte. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass wir es hier nicht mit wirklich starken Spielern oder nicht mit sehr starken Spielern, vielleicht gute, aber nicht sehr gute Spieler zu tun haben. Das sind Informationen, die man einfach so nebenbei mit aufnimmt. Ja, das ist jetzt nichts irgendwo, wo man, das ist dann einfach Erfahrungswerte, die man dann natürlich auch noch in seinen Entscheidungsfindungsprozess mit einfließen lässt. So, wir wissen jetzt also schon zwei wesentliche Sachen. E50 hat sich auch da nochmal einen gefangen. Und wie gesagt, anhand der ganzen Art und Weise, wie jetzt dieses Einser-Platoon, zumindest die zwei, die wir gesehen haben, das Ganze angefahren ist. Und der dritte ist jetzt auch gerade aufgegangen. Also können wir schon sagen, da können wir ein bisschen zuversichtlicher rangehen. Da müssen wir jetzt nicht zu vorsichtig agieren, weil die ganz offensichtlich noch arge Probleme haben mit Kartenlesen, Positionen, sinnvolle Positionen finden und dann auch diese Position auch sinnvoll anfahren. Erstmal haben wir da vorne noch einen Free Damage, den können wir kurz mitnehmen. Ah, Scorpion. Schönes Magazin reingedrückt, erstmal wieder zurückfahren. Es ist auch noch nichts im Argen. AI Phase 1, einer der weiteren Top-Tiers unten. Und jetzt, das war jetzt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Der E50 so weit hier overpeakt und das ist mitnichten eine gute Aktion, weil wenn er Pech hat, track ich ihn jetzt hier. Er wusste ja auch nicht, weil ich bei den Schüssen auf den Scorpion nicht gespottet war, dass ich quasi im Reload bin. Also sehr, sehr schlechter Peak hier vom E50 und da habe ich mir dann gesagt, so komm, ich lade jetzt nach und dann zieh mir den Kollegen aus und sehen zu, dass wir den loswerden. Das sind natürlich dann Entscheidungen, die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, wie die Situation auf der Minimap aussieht, sondern das sind dann Situationen, wo man weiß, okay, der Gegner, der überpeakt da die ganze Zeit. Das kann nicht gut sein. Und deswegen, es sollte aber auch nicht so sein, dass er hier die Mitte spielen darf. Das heißt, man muss dann auch mal hingehen und sagen, so, hier bis hierhin und nicht weiter. Er schießt daneben. Ich habe meinen Schuss leider auch nicht gemacht.
Einen Schuss kann ich ihm geben. Und er hat leider nur einen Schuss gemacht. Ärgerlich, aber jetzt hat auch dann der Boras gecheckt, dass da was ist. Der Kunze konnte auch noch mit reinschießen. Also, der E50 ist raus, auch wenn wir jetzt unser Magazin jetzt nicht so wirklich gut angebracht haben. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema, na, wieder in der Situation, wie ihr nachladet, Blick auf die Minimap. Was an Informationen fehlt uns noch? Es fehlt uns nur ein VK-100-01P. Wen juckt der? Genau, niemanden. Das heißt, wir wissen wieder, wo alle sind. Hier hinten ist ein Knäuel von Gegnern, die können uns gerade nichts tun. Hier ist ein Progetto, der ist komplett isoliert. Dahinter ist zwar ein Pantera, aber wer die Karte kennt, weiß, hier dieser Bunker gibt uns Schutz vor dem Pantera, der kann also nicht auf uns feuern und der AMX dahinter steht zu weit hinten, um dass er den Progetto unterstützen kann. Am Strand die Kollegen AFS1, Emil 1, da passiert auch nichts. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder die nächste Situation, wo wir sagen können, nachdem der E50 weg ist, das war sozusagen das einzige Backup, der mich davon abgehalten hat, hier den Progetto anzugehen. Wir wissen jetzt also, wir können jetzt ohne Gefahr den Progetto angehen. Ich lade jetzt hier nur noch mal kurz meine Schüsschen nach. Guck jetzt nochmal, ob hier noch irgendwas passiert ist, ob der WT vielleicht nochmal zurückgezogen ist oder so. Also manchmal, wenn man sich nicht ganz sicher ist, vielleicht ein paar Backchecks, weil WT war halt schon länger nicht offen. Hab nochmal geguckt, ob ich vielleicht erstmal den Pantera farmen kann. Der Pantera steht da aber hinter dem Stein. Hier ist jetzt der Emil zurück an den Strand gefahren. Und der Pantera lässt sich droppen. Und das ist jetzt quasi für mich das Freeplay, auf den Progetto drauf zu gehen. Ja. Also ihr müsst ja nicht immer auf dem direkten Weg das Ganze machen, aber... So. Und wegkommen sollte er da nicht. Mit einem Schuss gemacht. Und jetzt können wir im Prinzip eigentlich auch schon hingehen. Der Pantera da hinten hat seine eigenen Probleme. WT etc. Um die brauchen wir uns hier gerade nicht kümmern, aber trotzdem immer nochmal über... Wenn ihr euch nicht sicher seid, überprüft lieber nochmal den Schusskanal. So, und jetzt können wir hier den Emil rausnehmen. Ne, müssen wir nicht mal. Dann können wir jetzt hier dem AMX unsere 3 Schüsse tanken. Und unser 430 kann hier auch schießen. Ich fahre nochmal safe. Der AMX muss erstmal den ganzen Turm drehen. Hat sich jetzt droppen lassen. Ich bin gleich wieder nachgeladen. Wir sind immer noch Full AP. Das heißt, wir können uns jetzt auch ohne Probleme einen fangen, aber er hat gerade schon wieder geschossen. Das heißt, wir müssen uns im Zweifel nicht mal einen fangen. So, jetzt lasse ich mich hier droppen, versuche das Panzerwrack hier als Schutz zu nutzen, dass er nicht schießen kann. Und im besten Falle passiert genau das. 430 nimmt ihn raus. Also, jetzt... Wieder zurück zum nächsten Bild, was wir haben. Pantera da oben, ja, ich drehe mal ganz kurz hin, kein großes Risiko für uns, hat auch nur noch 500 HP. Die ganzen Typen da in der Mitte, ihr seht das, da brauchen wir uns jetzt erstmal nicht drum zu kümmern, sondern hier unten steht im Prinzip freier Schaden rum, also Abfahrt gönnen. Ja, da sind 1200 HP AI Phase 1, nochmal über 1000 HP VK, davor stehen Löwe und Frosch. Und wir können eigentlich hier, es reicht ja kurz mal zu pieken. Wie gesagt, wir können uns locker einen Schuss fangen. Ich habe erstmal davon abgesehen, auf ihn zu schießen, sondern helfe da erstmal gegen ihn. Jetzt nehme ich mir einfach den Schuss. Warte noch kurz, bis der Schuss wieder durchgeladen ist. Gebe ihm jetzt meine 3. Und damit ist der VK Geschichte. Natürlich, der Arti-Treffer war jetzt ein bisschen ärgerlich, keine Frage. 375, da war die Arti ready. Ja, passiert. Das heißt aber auch für ihn, das war jetzt wahrscheinlich der letzte Pups, den er noch abgeben konnte, weil wir sind jetzt natürlich auf dem Weg zu ihm. Aber ich hoffe, dass dieses ganze Thema Mustererkennung, Chancenerkennung, Abwägen von Chancenrisiko versus ich jodel einfach sinnlos rein und habe gar keinen Plan, dass das klar wird. Und mir ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass... schaffe ich manchmal oder meistens in den Streams auch nicht, wirklich dann alles zu erklären, weil ich natürlich dann mich auch konzentrieren muss, gucken muss, was mache ich. Deswegen gibt es dann manchmal solche Replays auch dann nochmal als Schulungsmaterial für euch nachgesprochen, um euch zu zeigen, was sind denn das alles eigentlich für Faktoren, die zu den einzelnen Manövern führen. Das ist mitnichten einfach nur...
instinktiv reingedödelt und hier einfach nur rumgespielt, sondern man macht sich halt schon seine Gedanken und man verarbeitet auch die Informationen, die einem das Gegnerteam gibt, auf unterschiedliche Weisen. Je besser ihr seid, umso mehr Informationen könnt ihr dann gleichzeitig miteinander kombinieren. Also auch das unterscheidet dann auch nochmal die unterschiedlichen Spiellevel, ja, wie schnell und wie viele von diesen Informationen man gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten kann. Wenn ihr natürlich jünger seid, habt ihr meistens den Vorteil, dass ihr noch schneller noch mehr Informationen verarbeiten könnt. Liegt halt einfach daran, dass eure grauen Zellen noch ein bisschen besser arbeiten. Wenn man dann älter wird, fällt einem das von Jahr zu Jahr, das merke ich jetzt auch, immer schwerer. Aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, man kann sich da auch als senioriger Spieler helfen, indem man mit Mustererkennung arbeitet. Das heißt, man muss nicht so sehr auf die einzelne Situation achten, sondern man muss sich einfach bestimmte Muster einprägen und dann realisieren, okay, das ist jetzt wieder so ein Muster, da könnte ich durch die Mitte was machen. In dieser Situation sollte ich es lieber bleiben lassen. Das ist dann, wie gesagt, Erfahrung und das hilft einem dann, wenn man vielleicht nicht der Allerschnellste ist mit dieser ganzen Informationsverarbeitung. Ich hoffe, dass das für euch einigermaßen nachvollziehbar und lehrreich war. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Denkt dran, wenn euch solch Content gefällt, immer den Like-Button da lassen. Hilft mir extrem, dass das Video auch möglichst vielen Leuten gezeigt wird. Und damit zu den Postgame-Stats. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt auf Highway, war ein Panzer-Ass. Wir haben die Oskins-Medaille bekommen und die Unterstützer-Medaille. 3.800 Unterstützungsschaden, 3.400 Schaden gemacht. Also über 7.000 kombinierten Schaden. 4 Kills haben wir gemacht. Scharfe Tour, 60 TP, den Renegade und noch ein scharfe Tour. Beide scharfe Tour geklatscht. Gucken wir hier ganz kurz drauf. In dem 10er-Gefecht Top-Schaden, 1.619 Basis-XP und 171.000 Credits mit Credit-Boostern. Die zweite Runde auf Berlin war auch ein Panzer-Ass. Wir haben die Leves-Leo-Medaille bekommen, Großkaliber, 5.214 Schaden, 5 Kills. Haben, denke ich, hier auch ganz gut mit unserem Flankiermanöver radiert. Auch hier Top-Damage, 1.681 Basis-XP und 202.000 Credits in 7 Minuten und 29. Und die dritte Runde war auch ein Panzer-Ass auf Overlord, Großkaliber, 4.717 Schaden, 4 Kills und 1.650 Unterstützungsschaden. Auch hier Top-Damage, 1.672 Basis-XP und 227.000 Credits in 7 Minuten. Also, ihr seht, nicht nur woher ich meine Credits bekomme, wenn ich denn die ganze Zeit im High-Tier-Bereich mit Premium-Munition und Rationen durch die Gegend baller. Also das sind auch meine Go-To-Panzer, wenn es ums Credit-Farm geht, gerade der Progetto. Aber viel wichtiger für euch ist, dass ihr daran arbeitet, eure Informationen, die euch das Spiel gibt, zusammenzufügen zu einem großen Ganzen, zu einem für euch schlüssigen Bild und dann daraus ableitet, was ihr für Möglichkeiten habt und nicht einfach nur blindlings die Position, die ihr irgendwo mal gesehen habt, weil es bei irgendwem in der Runde mal gut funktioniert hat, dann immer wieder ausprobieren und hoffen darauf, dass es irgendwie funktioniert, sondern macht euch vorher eine Platte, bevor ihr irgendwas macht in der Runde. Guckt nochmal, was habe ich für Informationen? Macht das jetzt Sinn nach Abschätzung aller Informationen? Und dann probiert es aus, geht das Risiko, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt ein gutes Abwägungsverhältnis getroffen zwischen Risiko und der Chance, das Match zu beeinflussen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!